Nicholson Galvanisierung. Nicholson Electroplating. Jack, there's a statewide APB out on him. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a lesion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side right now. Christ, what was that? Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. Ja, und damit herzlich willkommen wieder zu Let's Play L.A. Noire. Meine Güte, das war eine riesige Explosion, die hier gerade passiert ist. Es war hier irgendwo. Ja, wir sind da. Es war genau hier. We have looters around the corner. Cut them or put them down. We need to get this area under control. Na geil, geht ja geil los, dieser Fall hier. Zwei Plünderer. Und die ballern auf uns. Was sind das denn für Leute, ey? Haben wir. Gut. So, jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen Luft. Meine Fresse. Schau dir das mal an. Jesus Christ. Poor people. We gotta find out what went down. Oh ja, das müssen wir wirklich herausfinden. Aber erstmal ein paar Sachen sagen. Also, Cole und Herschel. Wir spielen wieder Cole Phelps. Nicht mehr Jack Helso. Ja, und Cole war mit seinem Partner Herschel gerade unterwegs. An der Tankstelle. Wir haben gerade über die Fälle besprochen, wie es bei Jack läuft. Als hier bei Nicholson Electroplating anscheinend irgendwas hochgegangen ist, was verdammt nach Bombe aussieht, und das war eine riesige Explosion. Hier geht auch dieser Aschenregen runter, das ist nicht mehr schön hier. Ich glaube, wir sollten einfach mal reinschauen, was hier genau los ist. Im Übrigen ist dieses hier ein DLC-Fall, der letzte DLC-Fall im Spiel. Und ich freue mich drauf. Ich muss dazu sagen, man hört es vielleicht doch, ich habe ein neues Mikrofon. Ich wollte eigentlich erst... Aua, scheiße! Was ist das denn? Oh, wir sind spät dran. Ray Pinker! Wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor is going on television, appealing for calm. Television? Who can afford one of those things? Anything to go up? We're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion, but I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with it. Yeah. Worlds turn upside down. Then it's time for us to do our jobs. Ja. Tun wir mal unseren Job. Und ich wollte gerade sagen, wir haben ich habe ein neues Mikrofon. Ich wollte es eigentlich erst zum nächsten Let's Play einsetzen, aber dann hat sich irgendwie... Dann hat sich das Let's Play von L.A. Noire so in die Länge gezogen, dass ich das Mikrofon mittlerweile habe und
warum nicht verwenden, wenn man hier eine bessere Qualität liefern kann? Ja. Du Scheiße, wer läuft denn hier alles rum? Das ist der Polizeichef. Der Bürgermeister drüben, der Polizeichef. Wir haben hier halb Elysian Fields, die Frauen da rumstehen. Ja, und hier haben wir erstmal drei Leichen. Sehr nice. Oder auch nicht nice. Ich glaube, wir können hier nichts weiter machen, gerade als die nur anzuschauen. Meine Güte, was für ein Trümmerfeld hier. In der Nicholson-Galvanisierungsanlage. Da ist auch ein Feuerwehrmann, der irgendwas sucht. Der Bürgermeister, der im Fernsehen auftritt, meine Fresse. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. I think it went okay. Couple of pickups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. We'll get better with practice. That maybe goes for me too, son. Should have played it a little more somber. What do you think, son? No, Mr. Mayor. You came across as very resolute. Aber ich finde hier auch nichts gerade. Ich habe auch gerade eben auf den Dialog zwischen beiden geachtet. Aber schau einfach mal. Hat der hier irgendwas? Oh, da ist was tatsächlich. Da hat der Kerl was gefunden. Superior Laundry Belegnummer. J2620. Von der Superior Laundry, anscheinend ein Wäschereizettel. Anscheinend wurde da dieses Hemd gerade aus der Wäscherei geholt. Okay. Ist da noch irgendwas rum? Da war doch was. Da war doch noch was gerade. Was haben wir hier? It doesn't appear to be connected. Keine Verbindung, okay. Meine Güte, ein riesiger Krater hier. Da ist ein Schuh. Da hat sie ihm die Schuhe ausgezogen. Everything here is going to be relevant. I thought Forvix was a tough break. Oh ja. Autsch, da ist noch ein Opfer. Das heißt, wir haben es hier mit mindestens vier Leuten zu tun. Drei waren auf der Trage vorne. Da ist einer drinnen. Hier in der Ecke was? Hey, Detective! I think I got something here. Okay, meinst du? Schauen wir mal. Any idea what this is? Very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Try putting it back together. Das scheint so rumzugehören, eher. Halt. So. Looks to me like some kind of machine component. An airplane part, maybe. Ein Flugzeugteil. Was macht ein Flugzeugteil hier? Ist hier ein Flugzeug reingerauscht oder was? Das hätten wir ja doch mitbekommen, glaube ich. Da ist noch ein Stiefel. Ich glaube, der nicht, dass der irgendwas zu tun hat. Incidental. Genau. Alter, schau dich das mal an. Da vorne steht nur noch. Da, direkt über Cole steht noch ein Teil von der Fassade. Das heißt, die Explosion hat sich tatsächlich hier irgendwo in der Mitte ereignet. Wow. Das ist echt krank, was hier alles. Oh, da liegt auch noch jemand. Das heißt, wir haben mindestens fünf Opfer. Schauen wir mal. Phelps, I thought you were under suspension. I got nothing to say to a bum like you. Oder wenn Sie das sagen, Polizeichef. So, haben wir da hinten noch irgendwas? Da hatten wir noch irgendwas. Noch ein Schuh. Diesmal von einer Frau. Wobei ich nicht glaube, dass Herren solche Schuhe tragen würden. Detective, you seen this yet? Come take a look. Okay, wir sollen also noch was anschauen. Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here.
Whoa, was ist das denn? What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. These first letters are the cipher key. The rest of the message should align itself. H ist gleich K. Na? Was ist das denn? Wenn ich jetzt die. Jetzt ist es auf dem H. Ich will das. Und will dann. Ich will den inneren Ring verschieben. Ach so. Moment, H ist gleich K. Ah, jetzt krieg ich's hin. H ist gleich K. Dann haben wir K. Moment. Wie geht das? Also H ist gleich K müsste der Schlüssel sein. Jetzt hat er es wieder weggestellt. Okay, wir können den unteren Ring bewegen, wir können den oberen. Wir können den inneren Ring bewegen, wir können den äußeren Ring bewegen. Das heißt, wir stellen mal ein, dass das K aufs H fällt. Okay. Nee, es kann aber nicht sein. Ah, doch. Das passt. Ich sehe es gerade oben links. Schaut mal oben links, wir haben einen Buchstaben gelockt. NV. Das nächste ist B. O. OJ haben wir hier. L, K, Q, X, S, B. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Yep. North Vermont Ave. Okay, was haben wir hier noch? Das ist eine Spionagekamera. Only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Spionagekamera? Meine Güte, was ist da jetzt hier? Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. Keine Ahnung, aber Phelps steckt es einfach mal ein. Und da haben wir Forschungsassistentin Tomoko Okamoto. Tomoko Okamoto. Japanese name. Das heißt, es war eine Angestellte, die anscheinend. Wenn ich jetzt mal frei herausraten will, die haben hier verschlüsseltes Zeugs, eine Spionagekamera und einen japanischen Namen, was zu der damaligen Zeit nicht ganz üblich in den Staaten war. So kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wirtschaftsspionage? Keine Ahnung. Haben wir hier in der Ecke noch irgendwas? Da ist noch was. Ach du Scheiße. Boah. Nope. Nee. Hat seinen zerrissen. Und da direkt daneben liegt die Bibel. Ist doch auch irgendwie scheiße. Any ideas? Let's get to the address you took off the code. Find out what's there. Mhm. Ja, schauen wir uns mal diese Adresse an. Eventuell können wir noch irgendwas hier finden. Ich glaube es aber eher weniger. Vielleicht sollten wir nochmal mit Carothers und Pinker reden. Die zwei sind immer noch vor Ort hier. Zumindest Carothers sehe ich da. Ah, Pinker ist auch da. Some sound that was. Go to work, Phelps. Plenty of people want an explanation. Jo. This is crazy. Looks like a war zone. See what you can scrape together. Okay. Da vorne ist gerade noch einer hergekommen. Das ist doch der Captain, oder? Sehe ich das richtig? Auf die Entfernung. I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it? 32 years of work up in smoke. Fred Nicholson, der Eigentümer von der Nicholson Galvanisierungsanlage, also von Nicholson Electroplating. 56 Jahre alt. Wie er sagte, 36 Jahre Arbeit. Wenn ich das richtig gerade mitbekommen habe und richtig in Erinnerung habe. So schnell kann es gehen. Das heißt, er hat mit 20 Jahren angefangen, diese Anlage zu betreiben. Meine Güte. Was kann er denn uns über die Explosion sagen? Can you tell us what happened here? Our chief chemist Harold McClellan was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. Streng geheim. Meine Fresse, will er nicht kooperieren? Der fühlt sich nicht wohl dabei, aber wir können ihm wahrscheinlich nichts nachweisen. Also, ich würde es einfach mal anzweifeln, weil ganz ehrlich, wenn der nicht kooperieren will. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Okay. Wenn dem so ist. Dann fragen wir doch mal nach Okamoto. Who is Tomoko Okamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Aber der weiß irgendwas. Der weiß doch irgendwas. Ich schau mal genauer hin. Das. You boys dazed from the explosion? You look kind of vacant. Ich würde es mal anzweifeln. So you hire a chemical whiz kid and his assistant without checking either one of them out. Hindsight is a great thing, detective. And I should have looked more closely at their references. Okay, das war wohl falsch. Verbleib von McClellan. Frag mal doch mal nach dem. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. Der hebt die Augenbraue so verdächtig.
So, na bitte glaub's mir. Aber ich werde mal kurz Lüge sagen und dann schauen, was er macht. Sure this wasn't some kind of insurance play gone wrong. Come clean about it, Mr. Nicholson, and it will go better for everyone. You have some basis for that accusation, do you, Sonny? Nö. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Da haben wir natürlich nichts, aber wir können es mal anzweifeln, weil so wie der schon wieder guckt. So you thought McClellan could do what no one else could do. You were prepared to take that risk. Look, he is a... was a trained chemist. And his ideas could revolutionize electroplating. Mm. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up six blocks! God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. Likely to be Dr. McClellan. And the majority of people who worked here don't use a laundry service. Okay. Der Hemdkragen und der Wäschereizettel gehören wahrscheinlich zu McLaren. Das ist schon mal gut zu wissen. Meine Güte, sogar die Autos hier draußen hat es zerfetzt, wenn ich das mir das so anschaue. Da drei Autos.